Was ist eigentlich BioShock Infinite? BioShock Infinite ist ein Shooter unter der Leitung von Ken Levine, der schon Dark Project, der Meisterdieb, also die Thief-Reihe, System Shock 2, BioShock 1, eigentlich sehr bekannte Spiele, mitgearbeitet und geleitet hat. Von daher war es eigentlich auch zu erwarten, dass BioShock Infinite auch relativ gut wird. In der Fachpresse ist es als einer der besten Shooter jemals des Jahres und sowieso schon gehandelt. Kann man so unterschreiben, allerdings muss man dann ein bisschen differenzieren, warum. Von den Mechaniken an sich ist es oberes Mittelmaß. Was dieses Spiel halt wirklich so gut macht, ist das Erlebnis. Hoppala. Es ist einfach diese, ja, die Umgebung, also Columbia, diese fliegende Stadt. Es ist das Setting, es ist die Geschichte, wie sie sich ändert und was passiert. Wie gesagt, kurze Hintergrundgeschichte. Wir sind Booker DeWitt, ein Privatdetektiv aus New York, der dieses nette Mädchen, diese junge Frau, Elizabeth, aus der fliegenden Stadt Columbia entführen soll. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Um seine Spielschulden zu begleichen. Mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt. Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Und die liebe Elizabeth war für 15 Jahre in einem Turm eingesperrt. Hat auch ein paar spezielle Fähigkeiten, kann Risse öffnen und ist unglaublich gut darin, Munition, Geld und Medipacks zu finden. Ja, und so ist dann halt die Geschichte, dass man mit Elizabeth durch die fliegende Stadt Columbia durchzieht. Das ist unser Antagonist, der Prophet oder Comstock. Comstock. Gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Mit einem kleinen Götterkomplex. Sein Blick. Ja, und wie gesagt, vom Spieltechnischen her, es ist halt, ihr habt Waffen, eine ganze Menge davon, Maschinengewehre, Pistolen, Schrotflinten. Vogel oder den Käfig. Oder vielleicht den Vogel. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie. Die beiden sind auch ein paar zwielichtige Gestalten. Dazu möchte ich aber nichts erzählen, weil das würde zu viel spoilern. Ich möchte das ja eigentlich relativ spoilerfrei halten. Den rechten. Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Das ist halt viel witziger, wenn man das Spiel schon durch hat. Was? Gedrückt halten, ansehen? Was muss ich ansehen? Alles in Ordnung. Ah, das ist die Statue, wo Elizabeth gefangen genommen war. Die ist ein bisschen kaputt gegangen bei der Flucht. wo war ich? Bei den Waffen, genau. Schrotflinten, Pistolen, Maschinengewehre, Raketenwerfer, Granatwerfer, alles mögliche. Und zusätzlich noch Fähigkeiten, die ich gerade nicht benutzen kann, weil, keine Ahnung. Ich vermute mal, das liegt an dem Bereich hier gerade. Ich spiele mal ein bisschen weiter, dass man ein bisschen noch was vom Gameplay zeigen kann. Das ist jetzt so ein bisschen ja, Einführung in die Welt noch. Ist noch ziemlich weit am Anfang, also keine Panik. Ihr versaut euch nicht allzu viel. Kann ich noch ein bisschen was zu Elizabeth zählen? Die ist so nicht der typische Sidekick, der halt einfach hinter einem herrennt und dann gerettet werden muss. Und immer irgendwie ein Bedrängnisgerät. Sie ist halt mehr so ein. Ihr bemerkt sie einfach eigentlich gar nicht. Außer wenn sowas passiert, sie sammelt halt Münzen, Heilung, Salze, das ist quasi Mana. Es gibt überall diese Verkaufsautomaten, wo ihr das Zeug dann halt kaufen könnt. Genau, Maschinengewehre, Munition, alles kann man sich kaufen. Und ich weiß nicht, es ist halt schön, dass sie so nicht stört, aber es ist halt, ihre Einbindung ins Gameplay ist quasi ja, ein bisschen überflüssig. Es ist halt eine laufende. Sie wird nicht angegriffen von den Gegnern, sie setzt sich einfach irgendwo hin und ab und zu ruft sie euch zu, ihr drückt X und kriegt was.
Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie nicht wirklich. Es gibt Ausrüstung, also Spezialkleidung. Chance on vor, okay. Nehmen wir mit. Kennen wir uns? Nein, wir kennen es nicht. Weiter, weiter, weiter. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, sie ist so ein bisschen. Sie ist zwar da, aber man. Sie hat halt nicht wirklich ein. Sie passt nicht da rein. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist halt. Ja, manche sagen schlaue KI. Dann wiederum. Nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Oh mein Gott. Never fucking mind. Das ist gerade wieder eine Szene gewesen, die man auch nur versteht, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Beziehungsweise die macht dann etwas mehr Sinn. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, man kann es nicht in Worte fassen. Sie ist halt da, aber hat nicht wirklich Einfluss aufs Gameplay. Man hätte sie einfach durch einen Automaten ersetzen können. So gesehen. Sie ist halt da, um die Geschichte voranzutreiben, nicht wirklich das Gameplay. So, Glocke läuten. Jetzt geht's gleich los. Zeit sind es für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ihr Mit, Augenblick ja, fort. der Schießerei und den Fähigkeiten und so weiter. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's Kann geht. ich noch mal ein bisschen zeigen. Ansonsten, die Geschichte, wie gesagt, ist Ich rufe Sie bombastisch, an, wie sobald man ich es halt weiß, dass gewohnt Sie ist vorgehen. von Ja, schickt den vor. Ich Bioshock. bin bereit für den Zugriff. Bleib, wo du bist! Darf ich die jetzt abschließen? Ja. Darf ich alles abknallen? Hoppala. Ich habe keine Salze. Warum habe ich keine Salze? Jetzt ist mein Controller wieder ausgegangen. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, das Batteriefach ist locker. Verdammt. Ich glaube, jetzt bin ich auch gerade umgefallen. Dann kann man noch ein kleines Feature zeigen, das halt den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterdreht, egal auf welcher Schwierigkeitsgrad man steht. Wenn man stirbt, landet man entweder in diesem Raum oder man wird von Elisabeth weggezogen. Und, so. Kurz meine Fähigkeit zeigen. Man hat halt hier Beherrschung, kann man Sachen beherrschen, Killerkrähen senden oder Teufelskuss, so ein Feuerball. Jetzt brauche ich noch irgendeinen Gegner, auf den ich den werfen kann. Da. Zack. Wenn man die gedrückt hält, kann man Fallen legen. Hä? Wo ist sie? Achso. Renn ich weg. Ich muss noch Sachen sammeln. Das ist auch ein recht elementarer Bestandteil. Man kann alles Mögliche sammeln. Schrotflinte nehmen. Nehme ich mal mit. Kann Sachen durchsuchen. Ist die Tür nicht auf? Ja, wunderbar. Hä? Wo? Oh. Vielleicht bin ich wieder tot. Wie gesagt, das macht das Gameplay auch ein bisschen leicht, muss ich sagen. Und so, ja, man sammelt halt dann Sachen ein von Gegnern, man kann alle möglichen Schreibtische suchen. Es gibt eine Menge. Esther? Okay, Moment. Was war das? Oh. Hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die sechste. Wo ist sie? Das Warten ist unerträglich. Na toll. Ja, wie gesagt, diese sammelbaren Grammophone quasi, der Voxelphones, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die genau heißen, sind halt noch so ein bisschen. Geben ein bisschen Einblick in die Hintergrundgeschichte. Also, wenn man die alle sammelt, es gibt noch. Komm zurück! Wo ist er? Ach, doch, der Gondel. So kann man dann halt noch ein bisschen die Hintergrundgeschichte einsammeln. Wie gesagt, spielerisch ist es oberes Mittelmaß, keine wirkliche Offenbarung. Ich denke, ich höre jetzt auch auf, hier noch weiter zu zeigen, sonst spoilere ich euch doch ein bisschen zu viel von der Geschichte und vom Spiel. Wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall für die Geschichte, es zu spielen oder für das Erlebnis einfach. Wenn ihr einen guten Shooter spielen wollt, ist es bestimmt auch.
Aber falls er lieber irgendwie einfach nur Sachen kaputt schießt und von einem Gefecht ins nächste springt, dann ist, glaube ich, so Call of Duty oder, weiß ich nicht, Army of Two, Battlefield, sowas wahrscheinlich eher was für euch. Das ist mehr ein Erlebnis als ein wirklicher Shooter. Das ist ein Erlebnis auf Shooter-Basis. Kann man, glaube ich, so sagen. Gibt es Skylines, an die ich mich hängen kann? Hätte ich das noch zeigen können? Nee. Ist ja auch egal. Wie gesagt, ich finde, es ist. Kommt schon hin, dass es eines der besten Spiele ist, die ich je gespielt habe. Also, ich würde es jetzt definitiv empfehlen, dass man sich mal durchspielen soll. Man muss es, glaube ich, sich nicht unbedingt kaufen. Das ist auch wieder so ein Videothekspiel, weil es von der Länge halt auch ein bisschen kurz ist. Man kann es aber auf jeden Fall mehrmals spielen, um Sachen zu sammeln. Also, wenn ihr da Fan von seid, ist nicht so mein Ding. Leider, dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr Spaß damit, aber mir hat jetzt einfach so das einmal durchspielen gereicht, die Geschichte so ein bisschen verstanden. Man kann wunderbar darüber diskutieren, weil es auch ziemlich viel Interpretationsfreiraum am Ende lässt, halt wie eigentlich alle Spiele dieser Art. So Bioshock und so ist ja auch, kann man ja sich stundenlang darüber unterhalten, wie das Ende jetzt gemeint ist und so weiter und so fort. Von daher, schaut es euch mal an, es gibt bestimmt auch eine Demo. Es gibt bestimmt eine Demo, dann könnt ihr die mal anspielen. Ob es euch gefällt, aber ansonsten aus der Videothek ausleihen für ein Wochenende, durchspielen sollte auch genügen. Falls ihr nicht unbedingt alles komplett haben wollt, dann könnt ihr da ruhig noch ein paar Stunden mehr reinstecken. Wenn ihr wirklich alles finden wollt, gibt es auch Achievements ohne Ende. Ja, das ist Bioshock Infinite. Ein unendlicher Quell an Spaß. Fast, nein, nicht ganz. Ja, wie gesagt, schaut euch die nächsten Was ist eigentlich Videos wieder an. Lasst einen Kommentar da, wie ihr es findet. Vielleicht habt ihr noch Vorschläge, was für ein Spiel. Nein, keine Vorschläge. Ich gucke einfach, was ich finde, von dem ich denke, dass ich es euch näher bringen möchte, dass ich euch zeigen möchte, wie dieses Spiel ist. Von daher seid gespannt, was ich als nächstes auspacke. Bis dann. Ciao.